Der Kollege, der jetzt zu uns kommt, meine Damen und Herren, der war bestimmt auch schon in Bad Reichenhall. Aber gerade war er in Namibia und ist dort mit 5 Kandidaten 441 Kilometer durch die Wüste in sengender Sonne gelaufen. Wer könnte das wohl sein? Na? Da brauchen wir nicht lang raten, meine Damen und Herren. Joey Kelly, herzlich willkommen. So, hast du noch alle Tassen im Schrank? Wo andere Leute Weihnachten in Urlaub fahren, sagst du, ich fahre nach Namibia und dann latsche ich 441 Kilometer durch die Wüste bei sengender Sonne. Warum? Tja, Stefan, du weißt, ich mache dieses Wüstenläufen und diese Abenteuer und diese ganzen Marathons schon seit vielen Jahren. Ja. Namibia war immer ein Wunsch, das war jetzt mein 10. Wüstenlauf. Es war aber die längste Wüstenlauf. Okay. Bis jetzt waren die meisten Wüstenläufe zwischen 200 und 250. 441, der Grund war, dass meine Chancen höher sind, dass ich die Teilnehmer wegbekomme. Ah, okay, das war das Ziel, sozusagen so Schlag den Kelly. Da waren 5 Teilnehmer dabei und wer mit dir mitgehalten hat, der bekam am Ende ein Preisgeld. Genau, es ist Schlag den Raab so für Arm. Ja. Also im Ziel gibt es nur 10.000 Euro. Ja. Und wenn da musst man nicht... du noch 10 Tage für durch die Wüste rennen. Und auch teilen, das heißt, wenn die mit mir halt... zu zweit kommen, dann gibt es nur 5.000 für jeden. Also es ist schon sehr mager. Offensichtlich gibt es ja doofe genug, die das machen. Wir reden da gleich weiter drüber, meine Damen und Herren. Wir machen erst ein kleines bisschen Werbung und dann erzählen wir Ihnen, wie das genau gelaufen ist. Bleiben Sie dran, bis gleich. Joey Kelly ist wieder da aus Namibia zurück. Das war vor Weihnachten? Ja. Warst du dort? Ja. Wie heiß ist es da in Namibia? Wie heiß ist es da in der Wüste? Also mittags ist es 37 bis über 40 Grad im Schatten. Aber okay, da sehen wir Bilder. Es gibt keinen Schatten. Es ist wirklich... sehr heiß. Abends wird es wieder ein bisschen angenehmer. Ja. Genau, das sind die 5 Jungs, die sind alle, und natürlich eine Frau, alles erfahrene Triathleten und Marathonläufer. Also gute, starke Leute, die halt wissen, was auf dich zukommt. Und mein Ziel war, alleine ins Ziel zu kommen. Oder, wenn einer natürlich auch so stark ist, dann ja, Chapeau und Respekt und 10.000 Euro. Hast du dich mal untersuchen lassen, warum du vielleicht länger durchhältst als andere? Ist es nur Wille oder ist es auch eine gewisse Physis, die man sozusagen gar nicht erlernen kann? Es ist eine Mischung. Es war auch so, dass wenn ich nicht mehr kann, können die anderen auch weitergehen. Ja. Also es hätte sagen können, dass ich auch zum Beispiel jetzt nicht mehr aufsteige. Gut. Ja. Erstens, Erfahrung hilft natürlich. Zweitens, ich glaube, dass ich dann halt vielleicht auch mehr Reserven habe wie die anderen, weil wir kaum zu essen hatten. Okay, das heißt, hast du vorher einen Wams angefressen? Nein, das nicht. Also jetzt, ich bin jetzt mein normales Gewicht und dann bin ich halt locker 6 bis 8 Kilo schwerer wie die anderen. Und wir haben kaum was zu essen. Also aber es ist aber auch noch anstrengender zu laufen mit 6 bis 8 Kilo mehr, oder? Ja, aber ich habe Reserven, ich habe Substanz. Und die anderen, wenn die zum Beispiel, der eine Falco, sehr starker Läufer, wir haben einen Arzttest gemacht, der hat bis 500 Watt getreten. Ja. Das heißt, der ist körperlich wahnsinnig fit. Aber wenn er halt nur 5% Fett hat und verliert dann 3, 4 Kilo, dann geht es vielleicht in der Substanz. Und vielleicht auch die Erfahrung natürlich, gut, die 400 Kilometer war für mich neu. Ich habe Wettkämpfe gehabt, Deutschlandlauf, 900 Kilometer, Südpol 500 und so. Aber in der Wüste, bei Hitze, weil bei Hitze verbrennt man auch viel Energie. Ja. Und nachts habt ihr dann in Zelten übernachtet? Richtig. Also in Zelten. Wird es sehr kalt in der Wüste wieder auch. Es ist nicht kalt. Es ist warm in Namibia, in der Wüste im Sommer. Es ist gefühlt, also sehr angenehm, 20, 25 Grad. Okay. In Zelte, weil es ist sehr gefährlich. Eigentlich wollte ich nur mit der Plane, so eine Blauplane, wie ich das halt bei anderen Sachen mache, aber zu viele Skorpione. Wir haben jeden Tag mindestens 5 bis 10 gesehen, große. Das sind tödliche Skorpione hier? Das sind gefährliche. Also wenn die beißen und man nicht geholfen wird, dann ist man halt... War der tot oder war der noch lebendig? Der war tot. Der ist überfahren worden von einem Auto. Also dann bist du hingegangen und hast gesagt, okay. Weil wenn du den so normal parkst, dann bist du, dann ist er sofort natürlich... Ach, das ist ja gut. Und es gibt auch viele Kleinen. Die Kleinen sind teilweise gefährlicher als die Großen. Okay. Die siehst du überall. Also ich habe bis jetzt noch nie ein Land gesehen, wo so viele Skorpione überall rumlaufen. Es ist wirklich... Was war das? Genau, das ist der Andreas. Ja. Und der Andreas hat Schatten gesucht. Mittags
bei 12 Uhr, wenn der Sonne oben ist, es gibt in der Wüste keinen Schatten. Und dann hat er sich so ein paar Minuten, nach das Auto ausgegangen ist. Ah, das war ein Begleitfahrzeug. Ja. Richtig, das Medienfahrzeug, das wird ausgestrahlt bei Stern TV. Ja. Jetzt noch zwei Serien und es sind jetzt momentan noch zwei dabei. Also drei habe ich schon, die sind ausgestiegen und zwei weiteren machen noch mit. Und genau. Okay. Wie viele Tage hat es insgesamt gedauert? Insgesamt 9 Tage. Also 9 Tage. Die Etappen waren, habe ich zwischen 50 und 80 Kilometer jeden Tag. Bist du dann danach total im Eimer und brauchst erstmal eine Woche Urlaub oder bist du nach 1-2 Tagen wieder ausgeruht und fit und kannst deinen üblichen Tätigkeiten nachgehen? Also ich mache nach den Wettkämpfen immer eine Woche oder 10 Tage halb frei. Also kein Sport und fange dann wieder an. Also ich habe jetzt vor 2 Wochen, 2,5 Wochen wieder angefangen halt zu trainieren. Ich bin jetzt ein paar Tage in Israel, da gibt es einen Marathon am Roten Meer und das ist der nächste Adventure, da bin ich eine Woche unterwegs. Und okay. Und das ist ja der nächste Ziel und dann kommen die weiteren Ziele. Letztes Jahr hatte ich Alaska, Patagonien, Namibia und dazwischen halt die Aufbauwettkämpfen. Und dieses Jahr... Und natürlich noch Turmspringen und WOC-WM und Soccer Crash. WOC-WM. Jetzt, ich bin noch 4 oder 6 Wochen noch Weltmeister. Ja. Und dann wird der Schorsch wahrscheinlich mich fertig machen. Aber ich werde trotzdem in dieses Jahr halt es schwierig Frisst machen. Du dir schon wieder Gewicht an, bestimmt, oder? Genau, also ich gehe sogar nach Innsbruck und trainiere. Ach, guck mal. Ja, klar, ganz klar. Ich meine, ich habe zwar gegen Schorsch keine Chance, aber ich habe auch nichts zu verlieren. Und deswegen kann er sich warm anziehen, weil er wird dieses Jahr auch sein Fett abbekommen. Was ist das für ein Tier? Oder war das für ein Tier? Das ist ein Zebra. Ja, sieht man noch an den Streifen. Ja. Ne? Was ist das, was du als nächstes auf dem Plan hast? Also neben der WOC-WM, das nächste Mammut? Also Israel, dann mache ich halt Ende des Jahres nochmal halt einen Wüstenlauf von wahrscheinlich 300, 400 Kilometer. In Indien ist es wahrscheinlich dieses Mal. Dann gibt es einen 100-Meiler in Berlin, ein sehr schönes, im August, über die ehemalige Mauer. Mehrere Aufbauwettkämpfen, das heißt Mainz-Marathon, Bonn-Marathon und Remsteig und eventuell noch Biel im Herbst kommt jedes Jahr. Was sagt ein Arzt, wenn du zum Arzt gehst, dann sagt der Herr Kelly, das kann nicht gut sein für den Körper, in dieser Frequenz das zu machen. Oder sagen die alle, bitte Herr Kelly, solange Sie nicht singen, ist mir alles egal. Man muss sich einen Arzt suchen, der einen sagt, was man hören will, so ungefähr. Nein, also mir geht's noch gut, ich bin jetzt 42, ich glaube, also das ist kurz zum Schluss, also ich bin nicht, also die anderen Teilnehmer sind wahrscheinlich vor mir oder viel hinter mir, deswegen darf ich natürlich nicht sagen, wer im Ziel alleine angekommen ist oder mit mehreren, aber es sieht schon mal gut aus. Ja, du bist jetzt auch nicht gerade der Sonnentyp, ne? Nee. Hast du da Sonnenschutzcreme drauf oder sagst du, egal, ich verbrenne mir den Pelz so oder so? Ich habe das Problem, dass ich nicht nur hell bin, so typisch wie die Engländer oder Iren, sondern auch, ich bin auch noch befleckt, wie eine Kuh. Ja. Das ist so Pigmentstörung über den ganzen Körper. Also klar, man muss gezielt natürlich Faktor 30, 40, 50 immer jeden Tag, zweimal am Tag halt einschmieren. Und die Gefahren, die da laufen, ihr habt dann wahrscheinlich auch ärztliche Betreuung dabei, oder? Da kommt doch jemand und prüft irgendwie die Laktatwerte und oder wie nennt sich das? Oder macht ein EKG nochmal nach dem Lauf abends nochmal ein Belastungs-EKG. Nein, das machen wir nicht. Im Voraus, als die Teilnehmer ausgesucht worden sind, wir haben die halt zum Arzt gebracht und der hat die dann überprüft, dass sie halt auch der Herz und alles so gut ist. Und dann vor Ort haben wir Medical. Das heißt, es ist ein komplettes Produktion. Es sind 3 Fahrzeuge mit 12 Leute, die halt mitreißen. Es gibt aber viele Etappen. Eine Etappe über einen gewissen Schlucht, wo ungefähr 80 bis 110 Kilometer, wo die nur so alle 30 oder 50 Kilometer uns sehen können, weil die halt mit den Fahrzeugen da nicht reinkommen. Das heißt, ich habe Satellitentelefon und ich könnte anrufen und sagen, okay, Notfall. Ach doch, sowas doch schon. Ja, klar, natürlich. Das heißt, wenn jemand sich schwer verletzt, dann, dann wird ein Hubschrauber bestellt, der kommt und rettet einen. Ach, das ist doch gut. Ja, aber wenn ein Skorpion, ich meine, wenn in der Nacht zum Beispiel jetzt gebissen wird von Skorpion, dann muss man warten, bis es hell wird, dann muss man halt die GPS-Koordinaten. Es ist. Wie lange dauert es denn, bis man tot ist, wenn man vom Skorpion gebissen wird? Ich weiß es nicht, aber ich glaube. Beißt der oder sticht der? Der Stich. Der Stich. Und ich glaube, dass es kommt drauf an, es gibt verschiedene, sag ich mal, Stärken an Gift, kleinen, großen oder wie Habt auch immer. Irgendwas dabei? Gegengift oder Alkohol oder irgendwie sonst was, was die Sache erleichtert dann, wenn man da hinsieht? Also die, in der Produktion ist eine Medical-Frau, die alles dabei hat, einen, sag ich mal, zumindest zu retten, bis man ins Krankenhaus kommt. Ja. Aber wenn sie zum Beispiel jetzt stundenlang
von der Stelle ist. Also am schlimmsten Fall, es gab eine Nacht, wo die halt die Stelle, weil es ist auch ein bisschen Afrika, da ist es nicht immer 100% irgendwie die Kilometerzahl. Das heißt, angeblich sollte es 7 sein und es war hinterher nicht 7, das waren viel weniger und wir waren schon durch. Ja, ah, okay. Und dann waren wir ungefähr... Das GPS hat falsch angezeigt, sozusagen. Nein, GPS nicht, aber die Koordinaten von, sagen wir mal, den Guides. Von den Punktbahnen, ah, okay, die waren das falsch. Das heißt, ja, wir waren ungefähr 30 Stunden alleine. Das heißt, wenn in der Zeit was passiert und es ist abends dunkel, dann ist es lebensgefährlich. Ja, aber Nacht ist das gleiche ja wie Tag. Eigentlich. Ja, nee, weil... Warum man keine Angst haben? Im Prinzip ist Nacht Nein, das ist richtig, aber es ist nachts, erstens kommen die Tiere raus zum Jagen. Das heißt, hier... Affen und Affen jagen Menschen? Das nee, hätte ich nie. Affen, aber Pavians, da gibt es viele, ja, ganze Gruppen, ganze Herden. Ach echt? Und wenn die Menschen gefährlich werden? Ja, wenn du in deren Revier kommst, ja, dann werden die wahnsinnig unangenehm. Dann versohlen die dir den Arsch und dann siehst du genauso aus wie die. Wenn du so zwei Pavians hinter dir hast, dann sag ich dir. Ja. Jetzt wird es noch interessant. Jetzt ist aber leider die Sendung zu Ende. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Ja? Genau. Gibt es da Bildmaterial von, wie Joey Kelly von Pavian, von zwei Pavianen gejagt wird? Nein. Aber nein, natürlich nein, nicht. Okay. Es ist alles gut gegangen, sind alle am Leben angekommen, aber es war eine harte Tour. Okay. Ja, vielen Dank für diese Eindrücke. Wir sehen uns spätestens bei der Rock-WM dann Richtig. Wieder. Ja, vielen Dank, Joey Kelly, meine Damen und Herren.